darf Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen mit Clubobmann Herbert Kickl und Frau Edith Brötzner, der Gründerin der Initiative Österreich ist frei. Es wird einen Ausblick auf die morgige Nationalratssondersitzung für die Freiheit geben unter dem Titel Der FPÖ trägt den Protest der Bürger ins Parlament und darf den Herrn Clubobmann bitten, mit seinen Ausführungen zu beginnen. Ja, ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite. Es ist schön, dass wir bei einer Pressekonferenz so viele Kamerateams hier haben und ein so großes Ausmaß an medialer Aufmerksamkeit generieren können. Das ist gut so, weil es die Sache, um die es geht, auch verdient. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um unsere Freiheit und um die Aufrechterhaltung von demokratischen Sitten und Gepflogenheiten in unserem Land, möchte ich fast sagen. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich heute Unterstützung habe bei dieser Pressekonferenz. Die Dame neben mir ist schon vorgestellt worden von unserem Pressereferenten. Ich tue es trotzdem noch einmal, Edith Brötzner. Herzlich willkommen, liebe Edith, aus Oberösterreich angereist. Eine erfolgreiche Unternehmerin und vor allem aber auch die Gründerin der Initiative Österreich ist frei. Und ich glaube, Österreich ist frei, das sind drei Worte, ein historisch bedeutsamer Satz, den man den Mitgliedern der österreichischen Bundesregierung in diesen Tagen nicht oft genug ins Stammbuch hineinschreiben kann, weil man manchmal den Eindruck hat, dass sie von in der Früh bis am Abend nur damit beschäftigt sind, genau das Gegenteil in unserem Land umzusetzen. Also sie ist eine der engagiertesten und couragiertesten Persönlichkeiten im Widerstand gegen die Politik, die wir als Corona-Wahnsinn der Bundesregierung bezeichnen. Und wir haben uns deswegen darauf verständigt, heute hier eine gemeinsame Pressekonferenz zu machen, weil es mir auch wichtig ist, diesen immer größer und immer breiter werdenden Protest Land auf, Land ab, auch verstärkt ins Parlament hineinzutragen. Also ich sehe da einen gewissen Schulterschluss quasi zwischen der Protestbewegung und auch uns. Ich sehe meine Aufgabe als Clubobmann einer Parlamentspartei, der ja auch die direkte Demokratie ein besonderes Anliegen ist, so wie ich es schon einmal formuliert habe, die engen Mauern des Parlaments zu verlassen, mich auch dieser Protestbewegung außerhalb anzuschließen und vor allem hineinzuhören in das, was die Menschen an Kritik an der Regierung anzubringen haben. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch notwendig, diese Anliegen ins Parlament hineinzutragen und dort in der Auseinandersetzung mit den Repräsentanten der Bundesregierung diese Dinge beim Namen zu nennen und Klartext zu reden, so wie es die Bevölkerung von uns auch erwartet. Und wenn die Regierung glaubt, dass sie mit einer Strategie, die darin besteht, die Menschen isolieren zu können, die Menschen in Distanz voneinander zu halten, die Menschen quasi zu vereinzeln, damit sie dann leichter manipulierbar sind, damit man sie leichter bearbeiten kann, damit sie leichter unter Kontrolle sind, wenn sie glaubt, mit der Strategie erfolgreich zu sein, ja, dann kann ja unsere Strategie umgekehrt nur diejenige einer Zusammenarbeit und einer Vernetzung auch sein. Und genau das war auch der Hintergrund, so wie ich es verstanden habe, für die geplante Großkundgebung, Großdemonstration am letzten Sonntag unter dem Motto für die Freiheit, wo ich als einer von mehreren Rednern auftreten hätte sollen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr hat es nicht gebraucht. Nicht? Also als diese Ankündigung draußen war, da haben wir die Dinge dann auch eine negative Dynamik entfaltet von Seiten des Innenministers, von Seiten derer, die für die Genehmigung von Kundgebungen verantwortlich sind. Und ich hätte ja gar nicht gedacht, dass die Angst der Bundesregierung in der Zwischenzeit so groß ist vor dem Anhören müssen, vor der Konfrontation mit dem berechtigten Unmut der Bevölkerung, dass man nicht davor zurückschreckt, eine friedliche Demonstration mit nichtigen Gründen zu untersagen, sogar einen Angriff auf die grundrechtlich verbriefte Versammlungsfreiheit hier durchzuführen, nur weil man es nicht aushält, dass man aus den Mündern von zehntausenden Leuten mit der Wahrheit konfrontiert wird. Also weit haben wir es gebraucht, kann ich nur sagen, in diesem Jahr 2021 in Österreich. Nun, die Demonstrationen sind untersagt worden. Wir haben uns dann als Freiheitliche Partei darum bemüht, einen Ersatz kurzfristig aufzustellen, haben als politische Parlamentspartei eine Kundgebung angemeldet und auch dort die gleiche Vorgangsweise der Behörden, nämlich eine Untersagung, und das ist ein noch nie dagewesener Affront in der Geschichte der Zweiten Republik. Deswegen habe ich von einem Großangriff hier auf die Versammlungsfreiheit und mit der Versammlungsfreiheit natürlich auch auf das Recht der freien Meinung
Meinungsäußerung gesprochen. Etwas anderes ist es nicht und in Wahrheit spielen diejenigen, die das zu verantworten haben, in gewisser Weise mit dem Feuer. Und es ist auch heuchlerisch, möchte ich sagen. Es ist heuchlerisch, weil Sie, ich glaube, es war gerade gestern, einen Tweet vom Bundeskanzler Kurz lesen haben können, wo er sich über Russland äußert. Das ist ja interessant. Ich möchte Ihnen diesen Tweet nicht vorenthalten, weil es zeigt, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird und wie heuchlerisch man agiert. Da schreibt der Herr Bundeskanzler: Die heutige Verurteilung von Alexei Nawalny ist inakzeptabel. Ich fordere die sofortige Freilassung sowie ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten. Und jetzt kommt's: Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung müssen gewährleistet werden. Zitat Ende. Das sagt der österreichische Bundeskanzler, aber diese Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinung Äußerung gilt offensichtlich nur in Russland, aber nicht in dem Land, wo er der Chef der Bundesregierung ist. Und ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass es so wichtig ist zu erkennen, wie intensiv dieser Angriff hier auf diese Grund- und Freiheitsrechte ist, weil die Versammlungsfreiheit ein ganz, ganz hochgradig geschütztes Recht ist. Es ist im Staatsgrundgesetz festgeschrieben, es ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert und wenn Sie sich dort die Judikatur dazu ansehen, dann werden Sie unschwer erkennen, dass eine Untersagung einer Versammlung nur die Ultima Ratio sein kann. Das ist das allerletzte Mittel, das zum Einsatz gebracht werden kann, um Gefahren abzuwenden. Und jetzt sind wir genau beim Nachweis dieser Verhältnismäßigkeit. Da genügt es nicht zu sagen, es könnte gegebenenfalls irgendjemand vielleicht einen Abstand nicht einhalten oder irgendjemand vielleicht eine Maske nicht aufsetzen. Da geht es um den Nachweis von Evidenz. Da geht es um den Nachweis von Fakten, um eine solche Argumentation zu unterlegen. Und dieser Nachweis ist unterblieben in allen diesen Untersagungen und bis zum heutigen Tag. Und da sehen Sie eine Parallelverschiebung. Es ist genau das Gleiche wie in der Argumentation der Bundesregierung zum Thema Lockdown. Der Lockdown ist auch im Gesetz als eine Ultima Ratio festgeschrieben. Als eine Ultima Ratio, um den Zusammenbruch der medizinischen Versorgung in Österreich zu verhindern. Diesen Nachweis hat die Bundesregierung bis heute nicht erbracht. Im Gegenteil, ich interpretiere die Einladung des Bundeskanzlers an Patienten aus Portugal, Intensivkapazitäten in Österreich zu nutzen, als Widerlegung des Arguments von einem drohenden Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems. Ich würde das als ein Eigentor des Bundeskanzlers bezeichnen. Und da hilft es auch nichts, wenn der Wiener Polizeipräsident dann in der Zeit im Bild 2 auftritt, wie er es vor 2 Tagen getan hat und sich darauf beruft, dass es hier eine Expertise des Gesundheitsministeriums gibt. Diese Expertise, das ist ein Allerwärtsblabla. Das beruht auf keinerlei Evidenz. Es gibt keinen Nachweis eines einzigen Infektionsclusters, das sich bei einer solchen Kundgebung, bei einem Spaziergang oder bei einer Demonstration irgendwo gebildet hätte. Und aufgrund dieser Nicht-Fakten ist man dann trotzdem hergegangen und hat diese Ultima Ratio ausgelöst. Und das zeigt, dass es die Herrschaften nicht gut meinen mit den Grund- und Freiheitsrechten in diesem Land. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch in einem Zusammenhang auf Polizeipräsident Bürstl eingehen. Er hat in der Zeit im Bild 2 etwas Interessantes gesagt, was ihn fast zum Kronzeugen macht in unserer Anklage gegen die Regierung. Er hat nämlich gesagt, dass man mit einer solchen Verordnung, wo es einen 2 Meter Abstand gibt für Veranstaltungen, eigentlich keine Veranstaltungen mehr durchführen kann. Er hat also damit das zum Ausdruck gebracht, was in Wahrheit die politische Intention der Bundesregierung beim Erlassen dieser Verordnung gewesen ist. Weil es gibt gegenwärtig eigentlich so gut wie nur einen Grund, wo sich viele Menschen auf der Straße treffen könnten, und das ist der Protest gegen diesen Corona-Wahnsinn seitens der Bundesregierung. Und so wie diese Verordnung formuliert ist, im Übrigen rechtswidrig und verfassungswidrig, so ist sie nur darauf angelegt, diesen Regierungsprotest zu unterbinden. Und der Bundeskanzler hat ja vor ein paar Monaten Klartext gesprochen. Er hat gesagt, es kann uns ja wurscht sein, was irgendwann einmal der Verfassungsgerichtshof im Nachhinein entscheidet, weil bis dorthin setzen wir die Fakten, also tun wir es einfach. Das heißt, da steckt der Vorsatz zum Rechts- und Verfassungsbruch schon mittendrin. Nun, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Bescheid in Händen. Wir werden diesen Bescheid bis ganz nach oben treiben, logischerweise ihn beanspruchen. Wir werden zusammenarbeiten, weil ja auch die anderen Veranstalter hier entsprechende Unterlassungsbescheide haben. Und wir haben jetzt auch das Glück, sage ich sogar dazu, dass 3 Abgeordnete von uns mit Anzeigen konfrontiert werden im Zusammenhang mit einer Teilnahme an einem Spaziergang.
Auch das werden wir nutzen, um die entsprechenden rechtlichen Maßnahmen bis ganz nach oben zu treiben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind keine Gesetzesbrecher. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir geben den Nehammer nicht auf den Leim, in die Falle steigen wir nicht hinein. Es genügt, wenn die Gesetzesbrecher in der Regierung sitzen. Wir machen eine Veranstaltung im Internet. Ich freue mich, dass auch alle daran teilgenommen haben, die wir vorgesehen hatten. Und das ist deshalb großartig, weil wir eine enorme Quote auch erzielt haben mit dieser Veranstaltung. Ich glaube, da wird sogar der Bundeskanzler neidisch, wenn er sich die Zuseherzahlen vor Augen führt. Und das wundert mich nicht, weil es jede Menge Grund zum Protest auch gibt. Ich darf Sie daran erinnern, dass Eurostat gerade erst vor ein paar Tagen der Regierung, ich möchte sagen, eine vernichtende Rechnung präsentiert hat für den ganzen Irrsinn, den man in unserem Land in den letzten Monaten aufgeführt hat. Eine vernichtende Rechnung, die die Bevölkerung zu zahlen haben wird. Das ist der Rückgang unserer Wirtschaftsentwicklung. Minus 4,3% im Vergleich zum Vorquartal. Das heißt nichts anderes, als dass wir das Schlusslicht sind in ganz Europa. Die rote Laterne. Das ist das Ergebnis des Corona-Managements der österreichischen Bundesregierung. Ich würde sagen, das ist ein Best of Dummheiten, das das Kabinett Kurz hier Stück für Stück geliefert hat. Spitzenreiter sind wir nur bei Verfassungsbrüchen und sinnlosen Pressekonferenzen des Virologischen Quartetts und anderer Zusammenstellungen. Aber die Wirtschaftsbilanz ist verheerend. Und das Gleiche gilt im Vergleich zum Vorjahr, also ein Jahr vorher. Minus 7,8%. Das heißt, der wirtschaftliche Rückgang in Österreich ist fast doppelt so hoch wie bei anderen europäischen Ländern. Deutschland minus 5, Schweiz minus 4 und so weiter und so weiter. Und alles das ist das Ergebnis einer Politik, die sich im Wesentlichen über Lockdown-Maßnahmen definiert. Das ist die Erklärung dafür und nichts anderes. Und dann stellt sich der Kanzler, der dieses Zeugnis ausgesprochen bekommt, noch hin und sagt, wir sind gut durch die Krise gekommen. Ja, da muss ich mich schon fragen, ob sich dieser Herr noch selber ernst nimmt. Ich glaube, nach dem Zeugnis, das er da präsentiert bekommen hat, das er sich nicht selber ausgestellt hat, sondern von einer unabhängigen Instanz, kann er jeden Managementposten für die Zeit nach der Politik in der Wirtschaft vergessen. Und das Schlimmste ist, alle diese negativen Ergebnisse ohne einen Erfolg an der Gesundheitsfront. Und jetzt nehme ich nur die Zahl der Todesfälle her, Corona-Tote, mit aller Fragwürdigkeit, die da schon dahinter liegt. Sie kennen das mit oder an Corona, aber gemessen auf 1 Million Einwohner, da sind wir, ich möchte es einmal vorsichtig formulieren, im schlechten Mittelfeld, nicht Spitzenreiter, wie man uns immer wieder versucht hat beim Schutz der Menschen, im schlechten Mittelfeld. Die Länder in Nord- und Mitteleuropa deutlich besser unterwegs als wir. Deutschland besser unterwegs, Finnland viel, viel besser unterwegs, Irland, von dem wir vor kurzem gehört haben, dass dort das medizinische System vor dem Zusammenbruch steht, viel besser unterwegs. Und sogar die Griechen, wo man nicht einmal genau weiß, ob dieses Gesundheitssystem den Namen Gesundheitssystem verdient, steht besser da als Österreich. Na, da kann man nur gratulieren. Das heißt, die Regierung hat auf ganzer Linie versagt und die Menschen spüren das, dass da etwas nicht stimmt. Sie merken, das hat nichts mehr mit einer Gesundheitspolitik zu tun. Da sind ganz andere Dinge dahinter. Und dann steigt der Druck und dann gehen die Menschen auf die Straße. Wenn sie nicht demonstrieren dürfen, dann gehen sie spazieren. Dann gibt es einen Shitstorm nach dem anderen auf den Seiten des Bundeskanzlers, des Gesundheitsministers und so weiter. Und der Druck steigt und der Bundeskanzler muss reagieren und er tut das in Form einer vermeintlichen Lockerung. Das muss man sich auch mal anschauen. Das ist der nächste Ballerwatsch, der da daherkommt. Ja? Also da wird der Quatsch noch einmal quetscher gemacht, weil man manchmal den Eindruck hat, die Öffnung zum Beispiel im Handel schaut dann so aus, dass wir gerade nur dafür aufsperren, damit das, was dann aufgesperrt ist, aber auch nicht wirklich erfolgreich agieren kann. So ist das Ganze aufgesetzt. Ich bin ja neugierig, wer diese 20 Quadratmeter Regelung im Handel kontrollieren wird. Steht dann jetzt überall ein Polizist mit einem Rollmeter irgendwo vor den einzelnen Geschäften und wird es überprüfen, jetzt wo Herr Nehammer angekündigt hat, durchzugreifen. Es ist alles nicht durchgedacht, es ist alles nicht praktikabel. Und der Friseur als Beispiel, jetzt haben wir die Friseurapartheit. Jetzt haben wir sozusagen den Testzwang für den Friseur. Hat sich das irgendjemand bis zum Ende überlegt, wie das Ganze ablaufen soll?
steht jetzt dann auch ein Polizist vor jedem Friseursalon und überprüft es dann? Werden die Friseurinnen jetzt die Gesundheitsdaten der Leute, die zum Haarschneiden kommen, überprüfen? Wie soll das alles gehen? Glauben Sie wirklich, dass die Leute jetzt hingehen? Ich habe jetzt erkundigt, im Auhof-Center ein Test kostet 60 Euro. Jetzt mache ich für 60 Euro einen Test, den muss man im Übrigen erst einmal haben, damit ich mir dann für 28 Euro die Haare schneiden lassen kann und so weiter. Also ein Nest von Absurditäten und widersprüchlich obendrein das Ganze, weil wenn Sie dann einen negativen Test haben, müssen Sie trotzdem eine Maske aufsetzen. Was heißt das jetzt dann? Ist der Test für die Fisch? Weil wenn ich einen negativen Test habe, dann bin ich doch nicht mehr gefährlich. Oder ist die Maske für die Fisch, weil es nicht schützt? Ich weiß es nicht. Es ist ein Nest von Widersprüchen, was hier präsentiert wird. Und das wird keine Zustimmung bei der Bevölkerung bekommen, sondern das wird den Unmut eigentlich weiter anheizen. Und genau das Gleiche in den Schulen. Das ist ja überhaupt das größte Verbrechen, was hier begangen wird. Dass man jetzt die Kinder hernimmt, um hier sozusagen Druck auf die Eltern auszuüben. Das ist eine Qual, das ist ein Quälen von Kindern, was die Bundesregierung hier unter der Überschrift Testen in Wahrheit aufführt. Ich habe immer gedacht, es gibt in Österreich ein Recht auf Bildung. Ich habe immer gedacht, es gibt in Österreich eine Schulpflicht. Aber offensichtlich gilt das alles nichts mehr. Es gilt nur mehr ein Testzwang. Und es gilt ein Maskenzwang, auch wenn in vielerlei Ländern eindeutig bewiesen ist, ich verweise hier zum Beispiel auf Schweden, dass es überhaupt nicht notwendig ist, die Kinder, weder die Kleinen mit irgendwelchen noch die Größeren mit FFP2-Masken im Unterricht zu quälen. Es gibt keine medizinische Evidenz für diesen ganzen Wahnsinn. Das heißt, der Widerstand wird nicht weniger werden, sondern er wird mehr werden. Wenn der Druck zu groß ist, wenn es dann hinten und vorne nicht mehr zusammenpasst, wenn alles unlogisch ist und wenn die Menschen spüren, dass sie belogen werden und dass sie erniedrigt werden. Und wenn man miterleben muss, dass eigentlich jede positive Nachricht, und die gibt es ja zuhauf, die Nachricht, dass der Lockdown eigentlich nichts nützt, die Nachricht, dass wenn man es schon einmal gehabt hat, dass man dann eigentlich stabil immun ist und, dass alle diese positiven Nachrichten nicht verwendet werden, um den Leidensdruck der Bevölkerung zu nehmen. Ja, das führt natürlich zu Kritik und das führt natürlich zu immer mehr Protest und Widerstand. Das liegt doch völlig auf der Hand. Und die Antwort der Regierung ist leider nicht ein Entgegenkommen, ist nicht ein Umdenken, ist nicht ein Schwenk auf den Weg der Vernunft, sondern die Antwort der Regierung, das ist die Eskalation. Und die Verkörperung dieser Eskalation, das ist der Innenminister dieser Republik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Karl Nehammer ist die Verkörperung der Eskalationsstrategie der Bundesregierung, die er im Auftrag des Bundeskanzlers durchzuziehen versucht. Der Innenminister der Republik ist nicht nur ein absoluter Versager im Antiterrorkampf, das ist er sowieso. Wir alle wissen, dass Blut an seinen Händen klebt. Er ist nicht nur einer, der den schwarzen Machtapparat bis in den letzten Winkel des Innenministeriums, bis ins letzte Mausloch in der Herrengasse, möchte ich fast sagen, vorantreibt, in einer Art und Weise, wie es das überhaupt noch nie gegeben hat. Das ist er auch. Aber er ist vor allem ein Minister für Desinformation, für Eskalation und für Bürgerunterdrückung. Und seit Beginn der Corona-Krise ist Innenminister Nehammer ein Gefährder unserer Freiheit. Und er ist ein Leugner unserer Grund- und Freiheitsrechte. Und ich glaube, es ist in der Zwischenzeit so viel zusammengekommen, dass er sich eine eigene Sondersitzung verdient hat. Und diese Sondersitzung werden wir morgen im Parlament abführen. Karl Nehammer hat seit Beginn der Corona-Krise alles getan, um sich das Misstrauen der Bevölkerung, aber auch das Misstrauen des Nationalrats Stück für Stück zu erarbeiten. Er spaltet die Bevölkerung und missbraucht den Sicherheitsapparat, ich möchte schon fast sagen, in bester oder schlechtester Tradition der Österreichischen Volkspartei, wie man das seit einem Ernst Strasser kennt. Unwahrheiten pflastern seinen Weg. Wer von Ihnen den Auftritt gesehen hat am Abend der Großdemonstration, am Sonntag am Abend, diesen angstgetränkten Auftritt des Innenministers, der weiß, wovon ich spreche.
das war ja nichts anderes als eine einzige Beschimpfung der eigenen Bevölkerung. Das war ja nichts anderes als Hetze gegen friedliebende Demonstranten, wo er so getan hat, ein völlig falsches Bild zeichnend, als wären da nur Hooligans und Rechtsextreme und alte Nazis auf der Straße gewesen. Und da bin ich wieder dem Polizeipräsidenten Bürstel dankbar, der da ganz was anderes gesagt hat, der nämlich von Müttern mit Kindern und anderen Leuten gesprochen hat. Also so geht das nicht, Herr Innenminister. Und mit der Wahrheit scheint er überhaupt auf Kriegsfuß zu gehen, wenn er in seiner Verzweiflung schon einen Sturm aufs Parlament herbeireden muss, den es nicht einmal ansatzweise irgendwo bei dieser Demonstration, bei diesem Spazierengehen, muss man sagen, woanders war es ja gar nicht, gegeben hat. Das hat es nicht gegeben. Und der Innenminister hat das Riesenpech, dass sehr viele Leute dort vor Ort waren, sich selbst ein Bild von den Ereignissen gemacht haben, sich nur mehr auf den Kopf greifen können, ob der obskuren Behauptungen des obersten Chefs der Sicherheitsbehörden in diesem Land. Und er hat ein zweites Pech, dass nämlich einzelne Medien, wie zum Beispiel OE24TV, ich bedanke mich explizit dafür, sehr lange, sehr viele Bilder von diesem Spaziergang eben auch geliefert hat, sodass die Leute sich selber ihr Bild machen haben können und genau sehen, dass das, was der Innenminister behauptet, nicht einmal ansatzweise stimmt. Deswegen wird es morgen einen Misstrauensantrag geben gegen ihn. Und wir werden alle diese Dinge mit ihm ganz, ganz ausführlich behandeln. Ich glaube, dass jeder Tag länger, in dem Nehammer im Amt ist, eine Gefahr ist für die Freiheit, eine Gefahr ist für den Frieden und auch eine Gefahr für die innere Sicherheit in diesem Land. Und wir werden beim Einbringen dieses Misstrauensantrags eine neue Vorgangsweise wählen. Wir werden ihn nur mündlich begründen. Wir werden also keine schriftliche Begründung liefern, aufgrund der Tatsache, dass wir es den anderen nicht so leicht machen wollen, den anderen vermeintlichen Oppositionsparteien einen Grund zu finden, warum man dem nicht zustimmen kann. Ich glaube nämlich, dass wir in der Zwischenzeit einen Punkt erreicht haben, wo eigentlich ja fast jede Partei schon Gründe finden müsste, um Karl Nehammer das Misstrauen auszusprechen. So wird es jetzt eine Nagelprobe werden für die SPÖ und ihr Verhältnis zu den Grund- und Freiheitsrechten, für die NEOS, wenn es um die Grund- und Freiheitsrechte geht, und dann auch für die Grünen, wie ich meine, wo ich ja gehört habe in der Zwischenzeit, dass sich auch schon ein kleines Grüppchen gebildet hat, das einen Rettungsversuch, sage ich einmal, für den Anstand auf parlamentarischer Ebene organisieren möchte. Und deswegen werden wir keine schriftliche Begründung hineinlegen, sondern dann einmal schauen, was am Ende bei der Abstimmung herauskommt. Und jeder kann sich seine Gründe definieren, warum er Karl Nehammer das Misstrauen ausspricht. Es wird auf jeden Fall spannend morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir die Anliegen des Anti-Corona-Protests in den Nationalrat hineintragen. Und jetzt bin ich bei dir, liebe Edith, und darf dir das Wort übergeben für deine Schilderungen im Zusammenhang mit diesen Untersagungen und dem Spaziergang.